Heinz Sielmann war ein Mensch voller Leidenschaft, der hatte Charisma. Also er selbst ist schon ein Wunder. Eine faszinierende Persönlichkeit, die es vermochte, um dem deutschen Publikum die Natur nahezubringen. Wir sind hier in der Präparationswerkstatt. Die Arbeiten sind im vollen Gange. Wir präparieren relativ viele Tiere neu und frisch für die Ausstellung zu Heinz Sielmann anlässlich des 100. Geburtstags. Das Thema war von Anfang an interessant für uns, weil mit Heinz Sielmann halt einer der bekanntesten Naturfilmer überhaupt ein Deutscher ist, der auch noch bei einem Großteil unseres Publikums bekannt ist. Diese Ausstellung zeigt in moderner Weise, warum heimische Natur wichtig ist. Sie wird die Leute dazu animieren, nicht nur ins Naturkundemuseum zu kommen, sondern dann auch das, was sie hier sehen, nämlich heimische Natur draußen zu betrachten. Dass man vorher keine Bilder sieht und erst durch das Sehen, durch die einäugige Brille, die Bilder sichtbar werden. Das war schon sehr eindrucksvoll. Ich finde es auch schön, dass man dann da unten reingehen kann, also dass es nicht nur für Erwachsene ist. Also erstmal ist es ein Konzept, das ich so überhaupt noch nie erlebt habe. Also es ist was ganz Besonderes und ich finde es toll, dass zum 100. Geburtstag von Heinz Sielmann eine solche Ausstellung stattfindet, die nicht nur an ihn erinnert, sondern uns alle auch an unsere Verantwortung für die Natur erinnert.